du da? Gar nichts. Können wir heute einen Kuchen backen, wenn dir so viel dran liegt? Ich mache uns wohl lieber Toast. Machen wir doch mal Spaghetti Bolognese. Ich weiß nicht, wie man sowas kocht. Dafür wird aus dir mal eine interessante Persönlichkeit. Ich will aber nicht interessant sein. Milch, da kommt mir das Frühstück hoch. Trink, und zwar sofort, Slater. Es ist gut für dich. Das ist meine Lunge, Nigel. Aber zu Weihnachten bist du doch wieder gesund, oder? Es wird alles wieder gut. Wer sind Sie denn? Die neue Putzfrau, was glaubst du denn, die heilige Johanna? Wir werden ganz bestimmt dicke Freunde, nicht wahr, Nigel? Die Mühe können Sie sich sparen. Sie sind viel zu gewöhnlich. Ich finde, in vielerlei Hinsicht ist sie deiner Mutter sehr ähnlich. Du solltest dich besser schnell an mich gewöhnen, sonst mache ich dein Leben so zur Hölle, dass du bereust, geboren zu sein. Kapische? Hauswirtschaftslehre? Schwuchtel. Die beste Zitronenbeseetorte, die ich je gegessen habe. Danke, Al. Raus aus meinem Revier, Jungchen. Die Zitronenbeseetorten hier backe ich. Du undankbarer kleiner Scheiße. Sie sehen das ein bisschen zu eng, glaube ich. Das hier ist anspruchsvolle Küche, Nitro. Ich weiß, was du hier abziehst, aber dieses Spiel beherrsche ich auch ziemlich gut. Sie ist verrückt. Du musst sie loswerden, Dad. Ich habe sie gebeten, meine Frau zu werden. Du bist Nigel, richtig? Der Meisterkoch der Nightswick Lane. Danke für die Torte, Nigel. Ich weiß die Kiste zu schätzen. Ist gar nicht mal so übel für den ersten Versuch. Wie sagt der Mann immer bei uns in Wolverhampton? Bon Appetit!